Das hat gewirkt. Das haben die Leute mit Absicht gemacht. Wie wurdet ihr so athletisch? Ihr habt das Königreich gesehen. Es ist schön, aber es verzeiht einem sicher keine Nachlässigkeiten. Wie geht's von hier aus weiter? Nach oben. Hier. Und wieder geht die Tür zu. Eure Zeit ist fast abgelaufen. Arimans Flucht steht bevor. Kommt schon! Aua! Jetzt ich! Das ist Arimans Wille. Bleib zurück, Prinzessin! Und ist schon wieder ein Pfosten. Pfosten sind scheiße. Habe ich hier gerade 1000 Lebenspunkte abgezogen? Aua. Sie erholt sich. Ah, Mann, ich will weg vom Pfosten hier. Autsch. Gut gemacht. Okay, gehen wir wieder rein. Oh Mann, warum? Wer hat die Pfosten eingebaut? Jetzt mal echt. Oh, zwei Kombos sind scheiße. Schon. Dumme Tusse. Hört jetzt nicht auf. Gegen die Dunkelheit. Wieso konnte ich mich nicht bewegen? Hallo, Junge, tu was. Ich kann sie nicht erreichen. Autsch. Hättet ihr mich nicht töten wollen, hätten wir vielleicht eine Zukunft gehabt. Wieso spamme ich dann den Angriffskraft, wenn nichts passiert? Geht doch. Quatsch. Schön getroffen. Jetzt endlich mal. Mann, ey, wow. Jetzt biebt die sich wieder nach oben. Die nächste Etage ist die letzte. Dann haben wir sie am Kragen. Oder ich euch. Wählt. Geht ins Netz oder zieht von dannen. Ariman wird euch den Weg bereiten. Ihr könnt gehen. Ja, diesem Arimann kann man wirklich vertrauen. Er lässt uns gehen, damit wir alle vor ihm warnen können. Euer Schweigen spricht Bände. Die nächste Tür öffnet sich und der nächste Speicherpunkt wird gesetzt. Die Schlosshallen. Jetzt habe ich aber Angst. Bereit weiterzugehen? Jo. Du gehst doch schon längst weiter. Wir gehen rum! Ja, wir gehen rum. Und randalieren. Oh, bitte. Oh. Bitte keine Saldos. So einfach! Boah, sind die fies. Bauen so eine Elika-Sprünge noch mit ein. Wenn man nicht rechtzeitig Elika drückt, stirbt man nach unten. Nimm das, Deomas, ja. Geil. Nimm das. Nimm das. Hallo! Ich denke mal, der fällt runter. Das gefällt mir überhaupt nicht.
Und da sind wir auch schon. Elika ist weg. Wo ist Elika? Nein, 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 ihr habt sie gewählt. Also nehmt sie. Was zum Henker? Was? Ich brauche nur eine. Mhm. 5, 6, 7, 8 Elikas? Das wäre doch geil. Oh nein, kleiner Mann. Wie wollt ihr sie nun finden? Ist nicht wahr, soll ich sie jetzt angreifen oder wie? Ich kann sie doch nicht verletzen. Wie viel seid ihr bereit für sie zu geben? Wie viel ist sie euch wert? Ihr wollt mich so sehr? Hört auf, mich zu töten! Wie wär's mit weniger Gerede und dafür Seiten wechseln? Es ist ganz einfach. Dreht euch wie um und wollt lasst ihr uns sie diesen Ort heilen. Gewinnen? Das ist jetzt aber gemein. Ohne die Dunkelheit kann ich gut begreifen, warum ihr hier geblieben seid. Soll ich sie jetzt angreifen hier, oder was? Was ist sie euch wert? Boah, das ist gemein. Wenn ich die falsche treffe und dann kill ich die und dann gibt's Neustart oder was? Wenn ich sterbe, möchte ich an einem ganz anderen Ort wiedergeboren werden. Oder kann ich durch sie durchlaufen? Ey, das geht auch gut, dann brauche ich sie nicht angreifen. Was würdet ihr für sie opfern? Guck mal, irgendwann treffe ich dort die richtige, oder? Dann ist das die richtige. Nein. Ein, zwei, drei Etagen und kein Versteck ist mehr übrig. Toll. Oder ist keine die richtige? Komm, das ist die richtige. Die schaut mich da so komisch an. Ich schau mich an. Was würdet ihr für sie opfern? Jetzt stehen da drei neue. Nö, das ist ein Zeitlimit. Also muss ich dann alle abknallen. Mit dem Schwert abknallen. Mein Schwert kann schießen und schneiden. Mach ich eben alle kaputt. Trugbilder. Jetzt sind da wieder drei neue. Hallo? Nö, das bringt nichts. Dann bleibe ich hier stehen. Sonst noch was auf das wir klettern können? Dieses Land wird Ahriman gehören. Dieses Land wird mein sein. Jedes Mal, wenn ich eine kill, kommt eine neue, oder wie? 2, 3. Bleibt hier bei mir und ich verspreche, sie kann gehen. Wenn wir fertig sind, habe ich Blasen auf meinen Blasen. Okay. Was habt ihr ihr zu bieten? Ganz viele Let's Plays. Aber richtig viele. Ich weiß nicht wie viele, aber ganz viele Stunden sind das. Ganz viele Stunden. Und Musik. Musik habe ich auch noch. Was hast du? Wie viel seid ihr bereit für sie zu geben? Wie viel ist sie euch wert? Ich mache bestimmt das Falsche. Er ist komplett falsch. Alle, die das Spiel gesehen haben, lachen mich jetzt garantiert aus. Es kommen immer mehr. Es kommen immer wieder neue. Ich kann ewig weitermachen. Wie wollt ihr sie für euch gewinnen? Okay, also ich bin jetzt zu der Überzeugung gekommen, dass das nichts bringt hier. Weil ich habe echt hier... 1, 2, 3 Etagen und kein Versteck ist mehr übrig. Es muss doch irgendwas noch geben hier. Irgendwie hänge ich hier fest, in einer paradoxen Weise Zeitschleife oder sowas. Was würdet ihr für sie opfern? Ich gehe mal den Rand ab, mal gucken, ob ich hier was finde.
Turm ist extrem groß, muss ich sagen. Jetzt mal ehrlich. Oh, ich könnte euch ewig dabei zusehen. Ja, wie ich hier rumlunge und gucke, was ich machen muss, ne? Was würdet ihr für sie opfern? Das ist echt komisch. Ich greife sie mal weiter, mal gucken, was passiert. Ich weiß es echt nicht. Das ist immer noch ein Blind-LP. Was nun? Ihr zu bieten. Ich nehme jetzt nur die Mitte. Was ist sie euch wert? Muss irgendwie ein Muster geben. So, dann rufe ich mal die an. 1, 2, 3 Etagen und kein Versteck ist mehr übrig. Hey, Ahriman! Du wirst gleich verlieren! Die labert immer noch scheiße. Wisst ihr was? Ich springe in den Tod und gucke, ob das was bringt. Was ist sie euch wert? Da ist sie! Das ist meine echte. Beunruhigt ihr mich, ihr Verrückter? Ich wusste, ihr rettet mich. Und wäre ich wieder ohnmächtig geworden? Tja, oh, daran habe ich nicht gedacht. Aber hey, es geklappt, endlich. Nun, kleiner Mann. Ich hab's geschafft. Ihr habt den Test absolviert und versagt. Auch ich hab bestanden. Aber das heißt ja, dass ich die killen darf. Aber das war geil, muss ich sagen. Aua. Sie ist noch hier. Natürlich ist sie noch hier. Vergesst die Waffe, nehmt eure Hände. Klatsch! Und stirb, stirb, stirb! Hör auf, meine Tasten zu kontrollieren. Nur noch ein Viertel Lebenspunkt. Verabschiedet euch von der Konkubine, die wird nie wieder auftauchen. Klatsch. Ich hatte keine Wahl. Ich habe keine Wahl. Oh. Und auch hier stürzt das Spiel wieder ab. Aber das war eine Mordsexplosion, muss ich sagen. Okay, also mein Laptop wird mich wieder überbrücken müssen. Aber damit wissen wir auch Bescheid. Das war die Folge 11 von... Folge 11? 11 oder 12, keine Ahnung. Von Let's Play Prince of Persia. Wir sehen uns, wenn wir die Konkubine geschlagen haben und uns dann weiter auf den Weg machen. Oder wir haben die Konkubine geschlagen, sagen wir es mal so. Und die hat geschrien. Das war geil. Was geil ist, ich darf den Kampf nochmal machen. Allerdings auf meinem Laptop. Das heißt, alle Bosskämpfe funktionieren irgendwie nicht. Naja. Bis später.